Herr Schwarz, ich möchte mit dem großen Obertitel dieser Spielzeit beginnen, mit dem politischen, mit der politischen Dimension von Oper. Warum ist Ihnen das wichtig? Also ich glaube, alles, was wir machen im Theater, in der Oper oder im Schauspiel, ist politisch, weil sonst hat es ja auch keinen Sinn, das zu tun. Wir wollen politisches Musiktheater machen. Ich denke, man hat Möglichkeiten, dass man Freiräume schafft mit den Mitteln des Musiktheaters, wo man andere Positionen mal einnehmen kann, auch ein Verständnis für andere Gesellschaftsschichten. Wenn man jetzt im Jahre 2015 von dem Politischen in der Oper spricht, überhaupt auch von der Verpflichtung, von dem Interesse an dem Politischen, dann denkt man natürlich auch an das Attentat von Charlie Hebdo. Spielte das eine Rolle? Also für die Planungen jetzt direkt würde ich sagen, nein. Aber wenn Sie das jetzt hier erwähnen, waren wir gerade in dem Zeitpunkt, als das Attentat passiert ist, in den Vorbereitungen für die Produktion Entführung aus dem Serail, die wir mit Rodrigo Garcia planen. Ein Regisseur, der ja auch dezidiert bisher politisches Theater gemacht hat. Und da spricht man natürlich auch über die Werke, die man vorhat, auf die Bühne zu bringen, ganz anders. Also insofern würde ich schon sagen, dass solche politischen Ereignisse prägend sind. Also es wäre auch völlig falsch, wenn man sowas ignorieren würde. Das verändert uns. Es verändert uns alle und es verändert uns im Denken. Oper ist für Sie oder kann für Sie ein Forum sein, um auch kritisch über unser politisches Dasein zu reflektieren? Oder muss es sein? Ich finde, es ist, muss es sein, wenn ich gerade bei Mozarts Entführung vielleicht bleiben darf, wo das Fremde ja eine große, große Rolle spielt. Und das Fremde in der Entführung von Mozart heißt nicht, wie gehen wir mit Migranten in dieser Gesellschaft um. Das ist nicht das Thema von Mozart, sondern das Thema ist das Fremde in der Person, die man liebt. Und das ist viel nachvollziehbarer, als dass man dann sagt, wir müssen in einer ganz anderen Form mit Fremden in unserer Gesellschaft umgehen. Das müssen wir auch. Aber um das zu fühlen und auch wirklich zu wollen, finde ich es toll, wenn man eine Liebesgeschichte damit auch verbindet. Und dass die Person, die man liebt, ist fremd. Und das ist das, was eigentlich Mozart in seiner Musik ausgedrückt hat. Und von daher finde ich das auch ein ganz wichtiger Ansatz zum politischen Denken im Musiktheater. Sie waren ja vorher in Berlin nicht tätig. Wie erleben Sie diese Stadt? Ich erlebe diese Stadt als eine Stadt, die in einem unglaublich schnellen Wandel sich befindet, was ich toll finde. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man hinkt hinterher, sondern man hat das Gefühl, man ist wirklich in einem Zentrum der Welt. Also das ist schon, finde ich, in Berlin ganz, ganz toll, dass sich das so rasant verändert. Und ich finde es spannend dabei, dass man das mitgestalten und beobachten kann. Es gibt ja diesen Begriff Bürgeroper. Was bedeutet er eigentlich? Also für uns ist Bürgeroper die Tradition dieses Hauses. Für mich bedeutet das so im Nachhall von Richard Wagners Idee für Bayreuth ein Theater zu bauen, das mit neuen Tendenzen und mit neuer Kunst zu tun hat. Und ich glaube, so ist damals die Idee in Charlottenburg auch entstanden, dass sie gesagt haben, wir wollen neben der Ausstattungsoper, der Hofoper, unser eigenes Theater, unser eigenes Opernhaus haben. Und uns ist es wichtig, dass wir nicht irgendeinen Herrscher in der Mitte sehen, sondern dass wir das, was auf der Bühne sehen, ist wichtig. So ist der Zuschauerraum ja auch entstanden, der vergleichbar ist mit einer griechischen Arena oder eben dem Bayreuther Zuschauerraum, dass jeder auch die Plätze von hinten sehr nah an der Kunst sind. Und für mich ist eben die Bürgeroper erstmal das
ich bin nah an dem dran, was auf der Bühne passiert, und mich interessiert nicht so sehr das Gesellschaftliche drumherum. Und in dieser Tradition verstehen wir uns heute immer noch. Also so quasi auch dieser basisdemokratische Ansatz. Jedes Theater, also auch jedes Opernhaus hat ja eine ganz spezielle eigene Geschichte, also eine Art Biografie. Sie haben jetzt schon diesen Aspekt Bürgeroper angesprochen, aber was ist sonst noch drin in dieser Geschichte der Deutschen Oper? Was ist für Sie wichtig, wenn man zurückblickt auf die Geschichte? Also wichtig für mich ist, dass es immer innovative Ansätze gab, von Beginn an. Das Haus war ja auch eines der ersten Häuser, das den Parsifal außerhalb von Bayreuth spielen durfte. Und das ist der Hauptansatz, dass man sagt, im Sinne von Richard Wagner, Kinder schafft Neues. Und diese Tradition ist durchgängig hat in der Deutschen Oper stattgefunden. Das andere ist eine Form von aktueller Opulenz. Das, was wir jetzt auch wieder mit der Grand Opera, mit Meyerbeer untersuchen wollen. Was heißt das große Oper, große Gefühle? Und wir haben das Glück, einen Zuschauerraum und eine Bühne zu haben, die diese Dimensionen zulässt und die allerdings auch eine so tolle Akustik hat, dass man auch die feinen Töne hört. Dann ist es natürlich auch, und in dieser Tradition sehen wir uns auch verpflichtet, eine große Sängeroper. Das vergessen wir nie. Also bei allen Stücken, die man politisch oder auch nicht politisch auswählt, ist es auch sehr, sehr wichtig, wer kann das singen. Und da ist das Publikum der Deutschen Oper schon, glaube ich, außergewöhnlich in der Welt. Auch in der Kritik, die durchaus da auch hörbar geübt wird. Das heißt, Sie haben also auch, würden Sie sagen, ein aufgeschlossenes Publikum? Bildet sich die Soziologie der Stadt in Ihrem Publikum ab? Naja, also das ist zumindest die Vision. Ja? Und das ist ganz interessant, das hängt auch sehr stark mit dem zusammen, was auf der Bühne was stattfindet. Und bei zum Beispiel Mädchen mit den Schwefelhölzern haben wir erlebt, dass das sogenannte Volksbühnenpublikum, was immer das ist, auch bei uns war. Und da ist natürlich eine stärkere Vermischung in Richtung Publikum der Zukunft vorhanden. Ich finde die Vermischung sehr, sehr gut. Also dass das konservativere Publikum sich mit dem innovativen Publikum mischt. Das ist eigentlich das Ideale, und das ist dann ist es wirklich ein Abbild der Gesellschaft von Berlin. Inwieweit fühlen Sie sich als Intendant verpflichtet, die Bedürfnisse Ihres Berliner Publikums zufriedenzustellen? Also Bedürfnisse eines Publikums zufriedenstellen ist ein Ansatz, den ich problematisch finde. Das finde ich nicht den richtigen Ansatz. Also man guckt schon auch, was in einer Stadt für ein Publikum das richtige Programm ist. Also so würde ich das eher formulieren. Ich finde, ein Gefühl zu bekommen für ein Publikum, wo prickelt es, ja? Wo ist da eine Spannung, die man gar nicht so beschreiben kann. Das finde ich herzustellen unsere Aufgabe, oder das finde ich wichtig. Und das ist auch das, was mir persönlich Spaß macht, wenn ich dann spüre, da ist eine solche Aufmerksamkeit, dass es keinen Huster mehr gibt im Saal und am Schluss gibt es eine Begeisterung, dann ist man angekommen. Ich möchte Sie eigentlich nach Ihrer Liebe zur Oper fragen, die ich mal Ihnen unterstelle, da Sie schon so lange in diesem Milieu tätig sind. Ja. Was reizt Sie daran? Ich komme aus einer kleinen Stadt, wo es kein Opernhaus gab. Das nächste Opernhaus war in Stuttgart. Und da hat sich dann etwas entzündet, weil meine Eltern mich da mitgenommen haben als ein 13-jähriger oder 14-jähriger Junge. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass man eben mit dieser Musik ganz andere Sachen ausdrücken kann. Und dann kamen so Regisseure nach München wie Herbert Wernicke, der in Judas Maccabeus gemacht hat. Damals war das was Neues mit Assoziationen an die Konzentrationslager.
Und diese gleichzeitige Härte, Traurigkeit verbunden mit dieser Musik hatte für mich dann auf einmal, wo ich sage, das ist Oper, das, wo alles zusammenkommt, wo nicht nur der reine Gesang ist, den man toll findet und man hat irgendein Bühnenbild und schöne Kostüme, sondern wo auch ein Schmerz mit einer Emotionalität und mit einer Schönheit sich verbindet, Gesamtkunstwerk eben. Und da war dann zu der Zeit, als ich dann langsam in den Shop wechselte, war tatsächlich auch noch sehr viel neues Musiktheater zu machen. Es gab schon die Frankfurter, aber Frankfurt war das exemplarische Opernhaus, wo Neues ausprobiert wurde, wo Repertoireopern gegen den Strich gebürstet wurden, wo Ruth Berghaus inszeniert hat. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo bei mir wirklich so, wie Sie das sagen, eine Liebe zum Musiktheater entstand. Das war parallel zum Ende meines Studiums, Beginn dann mit den ersten Jobs. Herr Schwarz, Sie sprechen von Ihrer Besorgnis in Ihrem wunderschönen Programmbuch für diese Spielzeit darüber, dass so oft über die Grenzen der Kunst gesprochen wird. Und daraus entnehme ich keine Grenzen, möglichst keine Grenzen, sondern Freiheit. Also ideal ist es, dass man in der Kunst, das gilt für alle Bereiche und gilt aber auch fürs Musiktheater, Freiräume schafft, also wirklich total frei denkt und damit auch eine große Radikalität hat, weil nur mit einer Radikalität kommen sie ja politisch, gesellschaftspolitisch weiter, dass sie das, was uns umgibt, das mit uns passiert, wieder von einer anderen Position aus beurteilen können, sie eine Distanz auf das Geschehen haben und das teilweise die Geschichten oder das, was wir erzählen, auch nicht immer so politisch korrekt sein muss, sondern sie nehmen die Position eines Radames, der eine wunderschöne Arie hat, eine Identifikationsfigur ist eines Helden, allerdings dann von der Geschichte her in den Krieg zieht und damit Menschen tötet. Ja? Also das ist von der Beurteilung her auch in der Form nicht eins zu eins zu sehen, sondern hat auch schon, wenn man bei dem Beispiel AIDA bleibt, die Vielschichtigkeit unserer Welt zu tun. Und das radikal zu zeigen, ist die Freiheit, die wir auf dem Theater in der Kunst haben. Dieses Bekenntnis zur Radikalität, ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit oder muss man sich das jedes Mal aufs Neue erarbeiten, verteidigen? Ich denke, das muss man sich schon immer wieder aufs Neue erarbeiten. Und das ist auch richtig so. Ich finde es nach wie vor für die ganzen Planungen, auch bei uns im Team, ist es wichtig, dass man radikal denkt. Dann kann man immer noch anfangen, ist das radikale Denken jetzt für dieses Haus Deutsche Oper Berlin genau in dem Zeitpunkt richtig? Ist es richtig für die Stadt Berlin? Aber man muss erstmal damit anfangen, dass man sagt, was will ich eigentlich? Was will ich ausdrücken? Was will ich mit meinem Team machen?